herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute gibt es eine leckere Hackfleisch-Lauchsuppe. Ja, sie geht richtig schnell, ist genau richtig jetzt noch in der Übergangszeit, wo es noch ein bisschen kalt ist, schon leicht in den Frühling geht, aber trotzdem so eine Suppe immer genau das Richtige fürs Mittagessen ist. Ich blende euch mal ein, was wir heute alles für 4 Portionen an Zutaten brauchen. Und ihr wisst ja, ihr findet auch die ganze Info zum Rezept wieder unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir legen jetzt los und geben als allererstes eine Knoblauchzehe in den Mixtopf und zerkleinern sie. Dafür setze ich mir meinen Miximizer ein. Deckel wieder aufsetzen und 3 Sekunden auf der Stufe 8 zerkleinern. Ich habe übrigens so eine ähnliche Suppe schon vor gefühlt 100 Jahren abgedreht. Ich kann sie euch gerne mal hier oben nochmal verlinken, falls ihr die auch abchecken wollt. Aber wie gesagt, es ist schon wirklich sehr, sehr lange her. So, Miximizer einfach abkratzen, an die Seite stellen und schaut, so schön klein ist jetzt der Knoblauch. Den schiebe ich einmal mit dem Spatel runter und gebe 500 Gramm gemischtes Hackfleisch dazu. Das werden wir jetzt gleich im Mixtopf mit anbraten. Falls ihr lieber auf dem Herd in der Pfanne das Hackfleisch anbraten wollt, könnt ihr dieses natürlich jetzt auch machen. Und dann entfällt dieser Schritt, in dem ich jetzt gleich das Hackfleisch im Mixtopf mit etwas Öl anbraten werde. Das könnt ihr dann überspringen und danach einfach das angebrutzelte Hackfleisch aus der Pfanne in den Mixtopf dazugeben. Aber ich mache es heute richtig einfach, richtig faul und gebe jetzt Hackfleisch so ganz grob zerzupft dazu. Spare mir dann auch noch die Pfanne abzuspülen. So, also wirklich nur so ganz grob braucht ihr das zu zupfen. Falls es noch ein bisschen aneinander hängt, könnt ihr es mit dem Spatel auseinander schieben. So, und dann kommt noch das Öl dazu. Da nehme ich wieder mein geliebtes Alba-Öl von der Firma Zapfhahn und zwar 20 Gramm. So, und jetzt dünsten wir das Hackfleisch schön an, setzen den Deckel wieder auf, und zwar 5 Minuten bei 120 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1. So, ich weiß ja, ihr seid immer neugierig, wie das Hackfleisch aussieht, wenn es im Thermomix angebrutzelt ist. So sieht es aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So, das löse ich jetzt einmal gerade mit meinem Spatel vom Boden, falls etwas ein bisschen angebrutzelt oder ein bisschen angeklebt sein sollte. Einmal mit dem Spatel einfach über den Boden gehen, um das Hackfleisch zu lösen. So, das hätten wir. Und jetzt kommt Lauch dazu. Und zwar habe ich hier 200 Gramm gut gewaschen, in Ringe geschnitten. Und da ich so einen Biolauch genommen hatte, musste ich ihn nach dem Ringe schneiden nochmal gut abspülen, weil so ein paar Erdklümpchen noch dran hingen. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Wie gesagt, schaut, dass er gut sauber ist. 200 Gramm. Dann brauchen wir 600 Gramm Wasser. Eingehäufter Teelöffel von meiner selber hergestellten Gewürzpaste gebe ich dran. Falls ihr euch auch mal die Gewürzpaste selber machen wollt, setze ich euch das Video dazu nochmal gerne hier oben in die Infocard. Geht wirklich mega einfach. Dann brauchen wir 1,5 Teelöffel Salz. 1,5, aber das schmecken wir nachher nochmal ab. 2 Prisen Pfeffer. Mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle, einfach so Pi mal Daumen und 1 Prise Muskat. So. Ja, und jetzt kommt der Deckel drauf
Und das lassen wir jetzt schön kochen. Und zwar 10 Minuten bei 100 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1. So, nun kommen 200 Gramm Schmand dazu, also so ein ganzer Becher. Und 200 Gramm Kräuterschmelzkäse. Da habe ich Glück, da habe ich nämlich einen erwischt, wo wirklich 200 Gramm drin sind. Da müsst ihr auch danach gucken, manchmal sind in den Schmelzkäsebechern nur 175 Gramm drin. Das hatte ich auch schon und von daher bin ich da jetzt immer ein bisschen vorsichtig und schaue vorher, wie viel Inhalt der Schmelzkäse hat. So, und jetzt mischen wir das nochmal unter, 4 Minuten lang, 4 Minuten bei 90 Grad, wieder mit Linkslauf auf der Stufe 1. Ja, und schon ist die Suppe fertig. Jetzt kommt das Schönste. Moment, ich halte sie euch erst einmal unter die Nase. So sieht sie aus. Jetzt kommt das Schönste Abschmecken. Sie duftet schon herrlich. Wem sie ein bisschen, ein Ticken zu flüssig sein sollte, der kann sie natürlich noch mit etwas angerührter Speisestärke andicken und abbinden. Aber ich finde sie für eine Suppe genau richtig. Aber das ist ja immer alles Geschmackssache. Es ist nur als Tipp gemeint. So, und jetzt noch abschmecken. Boah, lecker. Ich glaube, mir fehlt heute nicht mal Salz. Leute, das wäre ein Wunder. Ich finde sie genau richtig. Genau auf den Punkt. Mega lecker. Ich schöpfe mal ein bisschen was, damit ich sie euch wirklich nochmal richtig zeigen kann. Nicht nur so im Topf, wo ihr ja wahrscheinlich nicht wirklich viel gesehen habt. So. Bei uns gibt es da übrigens ein leckeres Baguette dazu. Und da freue ich mich schon sehr drauf. So. Ein kleiner Schöpfer. Zurück, nicht dass es zu voll wird. Ah, ich glaube, so ist es in Ordnung. Und jetzt schaut mal, sieht sie nicht lecker aus? Ich werde jetzt noch ein paar Lauchringe drüber geben, die ich mir aufgehoben habe vorhin. Und wie gesagt, nachher dann noch leckere, frische Baguette-Scheiben dazu. Ein wirklich leckeres Mittagessen. So einfach, so schnell. Und ja, ihr habt selber gesehen, es ist wirklich kein Hexenwerk mit dem Thermomix. Auch mit dem Hackfleisch drin. Es klappt alles richtig gut. Braucht man sich keine Sorgen machen. Es ist durchgebraten, durchgegart. Ihr könnt die Suppe übrigens auch super vorbereiten. Das finde ich mega praktisch. Gerade wenn man abends nach der Arbeit nach Hause kommt, nur noch die Suppe aufwärmen muss und essen kann. Was gibt's Besseres? Ja, mein Lieben, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen und ihr gebt mir ein Däumchen nach oben. Abonniert sehr gerne den Kanal und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, schaut auch sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich ganz, ganz kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!